In chaotischen Beziehungen scheint die Anziehungskraft dessen, was man nicht will, viel stärker zu sein als die Anziehungskraft dessen, was man will. Jeder Partner glaubt, etwas für den anderen zu opfern und entwickelt daraus Hass. Und dennoch ist das genau das, was er für sich selbst will. Es geht nicht um echte Liebe zum anderen, sondern um eine scheinbare Liebe zum Opfer. Die wahre Natur dieser Dynamik ist komplex und tief verwurzelt in unseren ego-getriebenen Vorstellungen. Das Individuum glaubt, dass das Opfer, das es sich selbst auferlegt, notwendig ist und erwartet daher, dass der Partner ebenfalls Schuld und Opfer auf sich nimmt. Diese Erwartung schafft eine ungesunde Abhängigkeit und verhindert wahre Vergebung. Vergebung wird in diesen Beziehungen unmöglich, da das Ego überzeugt ist, dass Vergebung den Verlust des anderen bedeutet. Stattdessen hält das Ego durch Attacken ohne Vergebung die Beziehung zusammen. Diese Angriffe sind der Kitt, der die Schuldgefühle aufrechterhält und die dysfunktionalen Beziehungen am Laufen hält. Es ist eine ironische Realität, dass die Bereitschaft, immer wieder Opfer zu bringen und dem anderen Schuldgefühle aufzuerlegen, die Beziehung nur weiter zerstört. Beide Partner sind in einem endlosen Kreislauf von Vorwürfen und unerfüllten Erwartungen gefangen. Jede Handlung, die als Opfer verstanden wird, verstärkt nur die Spannungen und die Distanz. Doch wie können wir diesen Kreislauf durchbrechen? Es beginnt mit der Erkenntnis, dass Opfer keine Liebe ausdrückt, sondern eine Form der emotionalen Erpressung ist. Die Bereitschaft zur Selbstreflexion und zur Auflösung dieser falschen Überzeugungen ist der erste Schritt. Nur durch echte Vergebung, die auf Verständnis und Akzeptanz basiert, können Beziehungen heilen. Diese neuen Wege der Interaktion bedeuten, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und den anderen nicht mehr für das eigene Unglück verantwortlich zu machen. Es erfordert Mut und Offenheit, sich von den ego-getriebenen Dynamiken zu lösen. Wahre Liebe kann nur blühen, wenn beide Partner bereit sind, ohne Bedingungen und Erwartungen zu lieben. Schlussendlich bedeutet dies, den harten Weg der Selbstverwandlung zu gehen. Die Bereitschaft, alten Groll loszulassen und Vergebung in das Zentrum der Beziehung zu stellen, kann tiefgehende Heilung bringen. Beziehungen, die auf wahrer Liebe und Vergebung basieren, sind resilient, erfüllend und beständig. Lassen Sie uns bewusst diese neuen Wege einschlagen und uns von den zerstörerischen Mustern der Vergangenheit befreien.